Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Ich bin heute bei einer Weiterbildungsmaßnahme Schlauchmanagement von der Firma Eschbach. Das ist also organisiert. Wir hatten gestern eine schöne Werksführung, wie Schläuche hergestellt werden. Dafür gibt es noch einen separaten Film, also da ist sehr interessant, wie das entsteht, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt machen wir heute so ein bisschen Schlauchmanagement und Willi guckt es ja selber an. Willi ist hier heute selber Teilnehmer und ich stelle euch gleich mal die Leute hier vor, die das machen. Alles klar? Los geht's. Ja, hier drin ist heute das Wetter, ist nicht das Beste. Hier drin geht das jetzt los. Ich hole jetzt erstmal die drei super, super guten Ausbilder mal zu mir, okay? Zur Linken hole ich erstmal Alex hierher, okay? Alex! Hey, Willi! Moin! Grüß dich! Also, er ist hier einer der Ausbilder, also, ja, da merkt man, die Praxis sprudelt dann nur so raus, also topfit, was Feuerwehr angeht. Bin ich sehr beeindruckt schon mal, ne? Wir haben schon ein bisschen was gesehen. Ja. Dann holen wir dazu noch den Joachim, und manche werden wahrscheinlich sich denken, den kenne ich irgendwoher. Kläre ich gleich auf. Joachim kommt daneben. Joachim, hallo. Hi. Ihr überlegt wahrscheinlich, woher Joachim kennt. Darf ich es ruhig verraten? Ja, verrat so. Also, Joachim Posans. Ihr seid beide, glaube ich, auch sehr im Sport aktiv, ne? Ja, sehr lange schon. Ja. Sehr lange schon. Und du hast ja so ein paar Sachen auch vor, so ein paar Projekte. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Es geht ja heute hauptsächlich um diese Eschbach-Fortbildung. Aber ganz kurz, hast du irgendwie eine Internetseite oder sowas, wo man mal ganz schnell... Ja, tfa-cross.de. Okay. Da erfahrt ihr mehr Informationen, was so abgeht. Genau, also machen wir jetzt nicht die Werbung. Guckt da einfach mal drauf. Ich kann nur sagen, das hat irgendwas mit dem neuen Buch zu tun. Ja. Und Sport, Hochleistungssport für die Feuerwehr. Sowas gibt es nämlich auch bei uns. Ja, es gibt nicht nur Willi, es gibt auch fitte Leute. Und wie gesagt, und dann haben wir jetzt noch den last but not least, den Martin noch dazu. Der ist nämlich hier auch mit Ausbilder heute. Okay. Martin! Hey, moin! Und ja, wir kennen uns jetzt auch schon. Ihr drei seid hier heute die Fachleute, was hier Thema Eschbach-Fortbildung oder Schlauchhandling allgemein. Schlauchworkshop. Schlauchworkshop, also Schlauchmanagement allgemein. Es geht jetzt nicht nur um Eschbach-Schläuche, es geht jetzt allgemein die kleinen Tricks vom Alltag. Handling, ja. Und kurz. Vom Alltag. Genau, und ihr seid alle drei von der Berufsfeuerwehr, ist das richtig? Ja, ist richtig. Alle drei Berufsfeuerwehr Göttingen. Göttingen. Viele Jahre Einsatzerfahrung und Schlauchmanagement kennt eigentlich jeder, was wir nochmal mit auf den Weg geben wollen. Also kennt jeder arbeitet mit Schläuchen, aber was bei uns vielleicht nochmal extra rüberkommt, die kleinen Tipps und Tricks, die einen das Leben für den Einsatz und während des Einsatzes leichter machen. Da bin ich ganz gespannt. Ich meine, du bist ja auch Schlauchwart oder sowas, ne? Schläuche zuständig? Also hast also richtig jemand, der auch Qualitätsansprüche an Schläuche stellt, denke ich mal. Es geht also um Schlauchqualität, es geht um Schlauchhandling und Tricks, sag ich mal so. Ihr seid da aus der Praxis. Schlauchmanagement. Schlauchmanagement. Ja. Also Schlauchmanagement heißt ja wahrscheinlich, wie viele Schläuche nimmt man mit rein ins Gebäude, schon mal die Planung draußen. Einsatztaktik, Vorgehensweise, Verlegetechniken und Berücksichtigen von entsprechenden Schlauchqualitäten, weswegen wir hier sind, bei bestimmten Einsatztaktiken. Ja, das habe ich auch festgestellt, auch gerade Beispiel 7-to-go. Man kann, wenn man sich gut vorbereitet, für den Einsatzfall Zeit einsparen. Ne? Das heißt, eine gute Vorbereitung zahlt sich im Einsatz, denke ich mal, aus. Ne? So klein, die Kleinigkeit. Bin ich ganz gespannt. Wir wollen zwar auch sensibilisieren für den Umgang mit dem Schlauch, weil letztendlich ist das unsere Lebensversicherung. Ne? Wir gehen damit vor, wenn wir kein Wasser am Strahlrohr haben, dann stehen wir selber da und kommen in die Probleme. Richtig, richtig. Oh, ich bin ganz gespannt. Können wir anfangen? Die sind alle schon am Werkeln und ganz heiß. Wir gucken rein und ihr kommt mit. Alles klar? Los geht's. So, wir gucken uns jetzt die 112-Variante an, und zwar oder die 112-Vorgehensweise. 112 bedeutet, so für euch nochmal, wenn ihr vom Verteiler aus guckt, ein Schlauch ins Gebäude reingelegt, dann ein Schlauch pro Stockwerk muss man einkalkulieren oder einplanen und dann zwei, die direkt an der Rauchgrenze liegen, um den Innenangriff durchzuführen. Ne? 2,15er oder halt klassischerweise 1,30er Schlauchpaket. Ne? Das ist diese 112-Regel und die gucken wir uns jetzt hier gerade mal an. Also gibt es natürlich auch verschiedene Varianten, die Schläuche zu befestigen. Natürlich Schlauchhalter benutzen. Man kann entweder wie hier die Schlauchhalter nehmen oder durchs Treppenauge in den Treppenhaus. Könnt ihr auch in der Mitte hochgehen, um Schläuche zu sparen.
Und hier sieht man, sie mit einem Schlauch rein, ein Schlauch pro Stockwerk. Und oben werden jetzt die Schlauchreserven ausgerollt. Vorteil war jetzt einfach bei den Schlauchreserven. Wenn der Knick einmal drin ist, ist er drin. Das geht nicht. Es geht jetzt im Wesentlichen darum, was es für Nachteile gibt, auch wenn man die C52er, also die 52 mm dicken Schläuche nimmt, anstatt die 42er. Man sieht jetzt, wenn man mit einem Hohlstrahlrohr arbeitet, was hier für eine Bewegung im Schlauch ist. Ne? Diese Drücke, diese Druckschwankungen, diese Nadelimpulse im Druck. Wie die Schläuche hier arbeiten, die bewegen sich teilweise Meter, ne? Das ist schon echt beeindruckend. Auch ein Hinweis ist mit dem Wissen, dass diese Schläuche arbeiten, mit den Druckschwankungen. Wenn man hier so einen Schlauchtragekorb im Treppenhaus hinstellt, der stand eben ganz dran, jetzt hat der Schlauch sich bewegt und das Ding ist wirklich hierher gewandert, dann ist das natürlich auch, gerade wenn der Rauch zum Treppenhaus ziehen sollte, wenn es sich einfach schlecht entwickelt und man den Rückzug einleitet, kann das natürlich eine böse Stolperfalle werden im Treppenhaus, ne? Ist schlecht. Also auch an sowas denken, so Kleinigkeiten, ne? Aber so hat es da wirklich ins Vorne rein. Hat der Alex. Das Schöne ist, hier gehen so verschiedene Varianten durch, wie man sich zum Brand entwickeln kann, wie man da hinkommt mit Schläuchen. Und jetzt wollen wir die 7-to-go mal im Vergleich mal sehen. Das ist ganz schön wieder aufgebaut. Wir haben jetzt eine C-Länge ins Gebäude rein. Und jetzt haben wir hier den Schlauchtragekorb mit 7-to-go vorbereitet. Ne? Man sieht jetzt hier hinten die Schlaufen. Also jetzt bei der 7-to-go muss man halt den Schlauchtragekorb komplett aufklappen und das ganze Bündel auskippen. Wir haben jetzt hier den aufgeklappt und die drei Griffpunkte sind jetzt freigesetzt. Doch, richtig. Dann kann man die sogar einhändig. Mach ich gleich. So, ja. Über die Entwicklung. Also es ist schon eine richtige Bewegung in den Schläuchen. Okay, ja.